Grüße wieder, Joe. Und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute mit dem Thema super visuelle Kartengimmicks. Achso, Karten, ja. Denn zu beiden Effekten heute gibt es nämlich auch eine deutsche Videobeschreibung, die ist aber... Ja, exklusiv beim Magic Shop, und wenn euch generell interessiert, zu welchen Produkten es deutsche Videoanleitungen gibt, die dieser Werteherr hier extra für euch aufnimmt in regelmäßigen Abständen, dann könnt ihr euch den Link in der Videobeschreibung einmal eintragen. Dort werdet ihr von Magic Shop immer informiert, wenn wir da was Neues für euch abgedreht haben. Andi, gib mir mal einen Stopp, wann immer du möchtest. Stopp. Perfekt. Die Kreuzass. Und mit der Kreuzass machen wir was ganz Spezielles, denn ich habe dir hier nämlich noch was mitgebracht. Wenn ihr einmal das Gummiband wegnehmen, findest du hier drin ein portables Loch. Ja, das ist so wie... Ein so, portables Loch. Ja, ja, wie du es aus Cartoons kennst. Roadrunner, wenn er dir das Loch zieht, ja, und das ist ähnlich wie hier. Kannst du sie rüberziehen? Nee, aber du kriegst sie. Es ist nicht nur, so ein visuelles oder ein portables Loch, sondern auch, wenn ich die Karte umdrehe, deine Karte, und das Loch nehme und einmal eins, zwei, zack, springt es von der einen Karte auf die andere Karte. Sehr portabel. Ja, das ist, wie gesagt, es war hier, ist jetzt hier. Ja, aber das ist logischerweise irgendwie ein Glitch in der Matrix, wenn du es so willst. Ja, weil das kann ja nicht sein, dass man noch rüberspringt. Ja, also das ist ja Cartoon-Zauberei. Das heißt, wir müssen es quasi wieder hier zurückbringen. Und das machen wir quasi auf 1, 2, so langsam wie ich kann. Wenn du einmal siehst, du kannst hier einmal komplett untersuchen. Crazy. Von Magic Shop haben wir Nothing in Transit 2.0 von Dave Forrest bekommen. Es ist ein Effekt, wo ihr ein portables Loch, ein bewegliches Loch von springt auf die Zuschauerkarte und dann super visuell wieder zurück. Also dieses bewegliche Loch halt einfach wirklich so, wow, was sehe ich gerade? Und das Geile ist eine optische Täuschung. Ich weiß ja, wie es geht, logischerweise, aber deiner Performance gerade war es echt cool, weil ich habe dieses Loch gesehen und dann hat mein Kopf gesagt, du weißt doch, wie es geht, das ist doch das Gimmick. Das ist geil. Und ab dem Moment, wo ich das im Kopf realisiert habe, war es kein Loch mehr, sondern das Gimmick, dann habe ich es auch gesehen. Heißt aber, Zuschauer werden, wissen ja nicht, wie es geht, werden immer das Loch sehen und auch, wie es visuell wandert. Es kommt sehr cool an. Ich glaube, du hast sogar schon mal für Zuschauer irgendwo performt, oder? Ja, ich habe es mal, dadurch, das Schöne, wie es reingeht, was ihr macht, ihr habt es quasi bei euch im Sakko oben drin. Und dieses Paketchen, und damit quasi ladet ihr auch das Kartenspiel. Das heißt also, theoretisch gesehen könnt ihr die ganze Zeit mit eurem Performance-Deck arbeiten, und wenn ihr wollt, bereitet ihr quasi, lasst es mal, keine Ahnung, die Kreuz-Ass sein, entsprechend vor, dass ihr die quasi forcieren könnt. Es ist ein Force, machen wir es mal. Aber dann in dem Moment quasi geht ihr rein, ihr kommt super clean rein. Ihr kommt nicht so clean raus. nochmal ganz kurz dazu, es ist ein schöner Style, quasi Looney Tunes kennt man halt, wenn der Roadrunner, sage ich immer, das Loch wegzieht und das bewegt sich, und ähnlich ist es hier, und es hat auch wirklich was davon. Und wie gesagt, ihr geht halt sehr, sehr unclean raus. Also quasi nicht die Karten, die ihr dann zum Untersuchen rausgeben könnt, sondern das Kartenspiel an sich. Ihr müsst wirklich weggehen, den Reset entsprechend machen. Ihr braucht vielleicht eine Minute. Aber der Vorteil ist, dadurch, dass ihr die Karten ja rausgeben könnt und untersuchen, habt ihr eine gewisse Misdirection. Ihr könnt ja einfach... Ja, ich hab dann auch das Kartenspiel weggepackt. Ihr könnt einfach alles wegpacken, aber dann seid ihr auch eigentlich relativ clean. Also das war schon Meckern, denke ich, auf hohem Niveau. Ja, nee, das schon. Also ich hab's immer so gemacht, dass ich dachte, habt ihr noch Zeit und Lust? Ja. Dann habe ich noch was ganz Spezielles für euch. Weil ich finde, das ist schon was Spezielles. Da braucht ihr die Aufmerksamkeit der Leute. Einfach, wo ihr wirklich, okay, ist der Fokus auf euch? Dann könnt ihr das machen. Und dann wirkt es auch am besten. Mich erinnert es an dieses Game, wo man diese Karte dann den Sticker abzieht. Weißt du, wo der Sticker dann nicht du klebst einen Sticker von auf Rody und dann ist die ganze Karte das von Rody Sticker Mackie. Kicker. Der Sticker Kicker, genau. Ich finde das tatsächlich besser. Wie gesagt, ich habe es auf einem Auftritt auch schon performt. Es kommt gut an. Es ist mittlerweile auch bei mir im Zauberkoffer gelandet. Es ist für mich ein Worker. Einfach, ich finde so Effekte mit Loch, Matrix bewegen und sonst irgendwas eigentlich immer ganz cool. Aber ich fand diese, wo sich diese vier Löcher dann auf die eine Seite bewegen, fand ich so, die Matrix-Effekte. Ja. Es gibt noch einen anderen Effekt, wo das Loch quasi wirklich nur ein Loch hin und her springt. Den fand ich mega mäßig. Ja, stimmt, da reden wir in der Mitte nochmal drüber. Ja. Aber bei dem Effekt auf jeden Fall, ist auch Social Media tauglich. Das wollte ich noch sagen. Genau, weil er wirkt einfach super visuell. Ja. Und es ist eigentlich eine seltene Kombi. Das, was ein Worker ist und ein Social Media Effekt, das ist schon gar nicht so einfach hinzukriegen. Es ist ein kleiner Logikfehler drin, von der, wie die Karten orientiert sind. Wenn der Zuschauer zu sehr drüber nachdenkt, vielleicht
Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch auffällt, was der Logikfehler ist. Aber das war nicht mein Fehler, es ist einfach die Routine. Ich glaube aber nicht, dass das irgendeinem Zuschauer auffällt. Also wie gesagt, ich habe es bestimmt bei dem einen Auftritt, ich war 5 Stunen da, ich habe den bestimmt, keine Ahnung, 8-9 Mal performt. Es ist niemals irgendjemand aufgefallen. Wie gesagt, es ist dadurch, dass man so schön reinkommt, wenn man sagt, jetzt habe ich Bock, diesen Trick zu machen, es fühlt sich richtig an bei den Leuten, dann mache ich den und ihr kommt wunderbar rein. Wie gesagt, wir haben gesagt, es ist ein Worker, es ist Social Media. Auch für Hobbyzauberer geeignet. Für Hobbyzauberer würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Es ist einfach ein anderer Trick. Also wenn ihr quasi immer nur für dieselben Leute performt und sagt, hey, ich habe mal wieder was Neues, ist das eigentlich das. Ich meine, es gibt es nur in Rot und im Bicycle-Design. Von daher, da seid ihr ein bisschen eingefahren, aber ich krieg's, denke ich, hin. Genau, von der Bewertung gibt es 7 Punkte. Es ist total cool, aber es ist noch nicht so geil, dass ich sage, ich will es unbedingt machen. Ich würde es halt mal ausprobieren und auf einer Messe könnte ich mir vorstellen, es zu performen, so wie du hier, zack, bumm, weil es einfach mal was Neues ist. Aber es ist jetzt für mich nicht der nächste Worker in meinem Zauberkoffer. Genau, von mir gibt es 9 Punkte. Ich muss ihm 9 Punkte geben, weil ich es performe. Ihr könnt auch die Sticker, das kann ich noch dazu sagen, ist nicht vorher geklebt. Ihr könnt da quasi draufschreiben, was ihr wolltet. Ich habe das jetzt einfach mal mit hergenommen. Ihr könnt auch alles Mögliche draufschreiben, auch eure Namen. Aber von mir 9 Punkte. Ich werde es auch weiterhin einsetzen. Zur Mitte. Ja, es geht um super visuelle Karteneffekte. Wir haben euch ein paar Sachen rausgesucht. Unter anderem Quantum ist ein sehr, sehr schöner Effekt, wo eine Karte von einem Sharpie durchbohrt wird und das ist das Geile daran, auch noch hin und her geschoben werden kann und dann an einer anderen Stelle wieder rausgezogen werden kann. Mhm. Von Keller Morelli, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Genau, sehr schöner Effekt. Dann ein Color Change oder eine Flap Card, die ich sehr, sehr geil finde und wir auch schon für Social Media öfter verwendet haben, ist Bipolar. Wurde auch schon reviewed. Das Besondere daran ist, dass sich beide Seiten ändern. Also sowohl das Face als auch die Rückseite. Dann, glaube ich, Watch This by Rex. Da verwandeln sie eine Karte in eine Uhr. Haben wir, glaube ich, nie reviewed, wenn ich richtig im Kopf habe. Wenn ihr da noch Bock drauf habt, immer gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Aber es ist ein sehr schönes Gimmick, kann man sich mal anschauen. Dann gibt es noch Karte zu Kondom. Es gibt aber auch Kondom zu Karte. Gibt es auch noch, ja. Aber nur Magex heißt das. Ja. Karte zu Kondom, die Richtung. Und mit dem Bonuseffekt, dass dann die Karte, glaube ich, folded in dem Kondom drin ist. Ne? Ja, in dem Kondompackung, nicht in dem Kondom drin. Und das Gleiche gibt es dann nochmal in der T-Variante. Instant Tea, wo sich die Karte in einen Teebeutel, sehe ich auch in sehr vielen Showreels immer mal wieder, einen Teebeutel verwandelt. Da ist auch noch ein Effekt, glaube ich, dabei. Aber checkt da gerne mal die Review dazu aus. Genau, das waren einfach ein paar Empfehlungen für euch. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr was Visuelles sucht für Trailer, Social Media. Super visuell. Super visuell. Die einfachste Methode, wie ein Zauberer eine Karte wiederfinden kann, die er im Kartenspiel verloren hat, ist relativ simpel. Er verwandelt es einfach in einen Umschlag und darin befindet sich die Karte. Als nächstes haben wir vom Magic Shop Envelope 2.0 bekommen. Apropos Magic Shop, wir haben eigentlich schon aussortiert für die Review und dann haben wir es zu Social Media aufgegriffen und dann habe ich mitbekommen, dass es bei Magic Shop ein Bestseller ist. Und dann habe ich es in die Review-Planung wieder mit aufgenommen. Okay. Deswegen ist es hier gelandet, weil super viele Leute sich das tatsächlich geholt haben. Ich hatte es nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Es war für mich nur ein weiteres Kartengimmick, aber jetzt nicht das Krasseste. Aber als wir es uns näher angeschaut haben, muss ich sagen, ich finde es ziemlich geil. Witzigerweise, wir haben beide Produkte, sind quasi 2.0-Versionen, die etwa vor ungefähr 10 bis 15 Jahren rausgekommen sind. Also die ersten Versionen davon. Stimmt, ja. Die erste Version hatte ich damals noch. Ich glaube, es ist damals noch mit Paul Harris zusammen rausgebracht worden. Da habt ihr nicht die Möglichkeit, dass ihr quasi nochmal das ganze Deck zeigen könnt. Aber im Endeffekt, was ist der Effekt? Ein Zuschauer, ihr zeigt einen Umschlag, das ist eure Aufgabe, die Karte aus dem Kartenspiel, die der Zuschauer sich auswählt, in den Umschlag reinzubringen, der in eurer Hosentasche ist. Der Zuschauer wählt eine Karte aus, unterschreibt sie, ihr tut sie zurück ins Kartenspiel und in einem Moment verwandelt sich das ganze Kartenspiel in den Umschlag. Also die beiden Sachen tauschen quasi Platz. Und ihr holt aus dem Umschlag die Karte raus und in eurer Hosentasche ist das Kartenspiel. Genau, das ist eine super runde Routine, wie ich finde. Also es macht halt einfach alles Sinn. Es hat auch diesen Überraschungseffekt, weil ihr macht eine steile Ansage, sagt, hier, die Karte muss hier aus dem Kartendeck in die Tasche. Dazwischen denke ich, okay, wie soll das gehen? Und dann passiert ja im Prinzip genau das, nur halt ganz anders, als man damit rechnet. Ja. Ist schon sehr, sehr geil durchdacht. Und auch, dass dann die Karten im Umkehrschluss in eurer Tasche sind, ich finde es ziemlich krass. Ich finde aber auch krass. Ich finde es auch ein bisschen zu krass, wie der Trailer das Ganze highlightet. Und das ist für mich auch nicht der beckeste Karteneffekt überhaupt. Also sorry, aber... Ja, also es ist es wird, ich fand es wieder lustig, es war so Sans Minds Level. Ich bin ehrlich, als ich den Trailer gesehen habe, die Leute springen im Dreieck und
Vielleicht ist Penguin Magic das neue Sense Mind. Wir gucken mal nach. Aber gut gemacht, der Trailer. Also ja, Props an die Macher des Trailers. Aber natürlich im Magic-Style, im Las Vegas-Style ein bisschen übertrieben. Ja. Es gibt's in Bicycle-Style. Ich meine, man könnte es umbauen. Nicht mit so viel großem Aufwand, man könnte es machen. Ich finde, dass der Switch vom Kartenspiel zum Gimmick etwas schlecht erklärt ist. Ich finde auch dieses ich drehe mich um zum Zuschauer hat immer so ein, naja, okay, ne, warum, ne, mit dem Unterschreiben und sonst irgendwas. Ja, müsste man ein bisschen anders, meiner Meinung nach ein bisschen anders da regeln. Finde ich jetzt. Das ist ein Punkt, ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass man mit diesem Gimmick in der Hand anfangen kann und dann ditcht man einfach das Kartenspiel weg. Finde ich besser und einfacher, aber das, ihr habt auch noch einen zusätzlichen Umschlag, dass ihr dann quasi, wenn ihr es austauscht, alles untersuchen lassen könnt. Ja, wie gesagt, Vorteil zur dem Variante, zum vorherigen, ihr könnt einmal quasi dieses Ding zeigen, hatten dieses Panic, glaube ich, heißt es, wo dieses Kartenspiel verschwindet und noch die vier Könige sind. Ähnliches Prinzip für diejenigen, die es kennen. Ist aber auch wirklich tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also ich habe es auch mal im Laien mal gezeigt, mit dem den Trailer gezeigt. Und dieses Auffächern, das fühlt die Leute schon. Ja, also es fühlt auch ziemlich hart. Ja. Ja. Also es ist schon sehr cool. Und halt der Moment ist super visuell. Also es ist sehr, sehr geil. Ja, es kommt halt sehr, sehr geil an, weil es halt so super schnell geht. Damit können wir auch gleich sagen, es ist auf jeden Fall ein Social-Media-Effekt, definitiv. Ich meine, wir haben die Performance schon gesehen, ne? Den haben wir selber schon mal dafür verwendet. Mhm. Und ansonsten, ja, es ist eine coole Routine. Ich weiß nicht, Worker ist es nicht ganz. Also ich sehe es mich jetzt auf Auftritten irgendwie. Mir fehlt noch was zum Worker für mich jetzt. Ich sag dir, was mir dabei fehlt. Es ist einfach für mich nicht so, der Moment ist zu schnell vorbei. Es baut sich zwar schnell auf, aber dieser Moment, bam, passiert einfach zu schnell. Und ich glaube, dass die Leute haben, glaube ich, damit ein bisschen Problem, das zu verinnigen, was da gerade passiert ist. Deswegen, ich werde es auch nicht performen. Wir können gerne von mir aus zur Bewertung kommen. Ja, also für mich ist auch kein Worker, weil es ist bei Social Media ein Vorteil, wenn es schnell geht. Und bei Worker-Sachen manchmal nicht. Ja. Und das ist so der Punkt. Genau, Bewertung. Ja, ich finde es schon ziemlich cool, auch die Routine. 7 Punkte von mir. Das ist eine coole Sache. Ich hätte auch 7 Punkte gesagt. Ich finde es okay. Ich würde es auch jemandem empfehlen, der sagt, er möchte mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Für Hobbyzauberer eher nicht, weil, ja, wie gesagt, dieser Switch ist nicht so das Beste. Sollten euch auch krasse To-Go-Effekte interessieren, checkt auf jeden Fall mal letzte Woche ab. Und nächste Woche schauen wir uns dann an Trickdecks, die sich auch wirklich lohnen. Und bis dahin, bleibt magisch!